Mein Name ist Jan Lamprecht. Wir sind hier auf der Rinderhof Agrar GmbH in Solpendorf im südöstlichen Thüringen und ich mache hier zusammen mit meiner Frau die Geschäftsführung. Wir halten hier auf dem Betrieb 550 Milchkühe mit weiblicher Nachzucht und befinden uns hier auch auf einer Mittelgebirgslage und haben dadurch ein Drittel Dauergrünland. Besonderheit bei uns ist, dass diese 550 Milchkühe in einer Altanlage gehalten werden. Das heißt, die Kühe werden hier über eine Bandanlage gefüttert mit Krippeneinzugsbändern. Wir haben uns hier im Betrieb für einen Einschneckenmischer von BVL mit 17 Kubikmetern entschieden. Dieser Mischwagen ersetzt jetzt einen Teleskoplader und einen Traktor mit Anhänger. Dadurch werden jetzt bei uns im Betrieb die Grobfutterkomponenten im Silo sauber entnommen, gemischt, gewogen und in die Grobfutterdosierer übergeben. Deshalb haben wir jetzt auch eine dauerhafte Dokumentation der Entnahmemengen und eine super Inventur über unsere Silagebestände. Das heißt, wir wissen ganz genau, was jeden Tag in die Dosierer reingegangen ist. Wir haben uns für den BVL Diary Feeder entschieden, um die verschiedenen Silagemengen im Silo exakt zu erfassen und zu dokumentieren. Hauptargument für den V-Mix Selbstfahrer war die Strukturwalze zur strukturschonenden Entnahme der Silagen und dass wir hier 17 Kubikmeter Volumen mit nur einer Schnecke bekommen konnten. Nach 2 Jahren und gut 2.500 Betriebsstunden blicken wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der Firma BVL zurück. Und was besonders auffällt, sind die sehr sauberen Silos und sauberen Anschlussflächen.